Salut, es ist Torres, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder einen fürchterlichen Auflauf. Ich habe neulich schon mal, oder zweimal schon auf dem Kanal, Gemüseauflauf gemacht, aber das letzte Mal mit Matt oder die letzten beiden Male mit Matt und heute mache ich das mit Bratwurst. Ich habe eine neue Lieblingsbratwurst, das ist diese hier, die kann man bei Netto kaufen. Das sind 800 Gramm drin, kosten 3,99 €. Das war jetzt diese Woche im Angebot, die Packung für 3,49 €, also 50 Cent günstiger. Auch schon mal Geld. Ja. Heute habe ich etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Ich nehme hier diese wunderschönen schwarzen Spaghetti, die ich meiner Mutter irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt habe. Die sind aber noch gar nicht abgelaufen. Heute beginnen wir mal wieder damit, Bratwürste zu braten. Ich werde jetzt 5 Bratwürste nehmen, die werde ich im kalten Fett erwärmen lassen, ein bisschen braun werden lassen. Ja. Dann wird das Gemüse angebraten und die Nudeln, ich wollte gerade sagen, die Spaghetti werden auch gekocht. Viel Spaß mit dem Video und guckt unten in die Videobeschreibung. Hier seht ihr meine Bratwürste, haben nicht alle in die Pfanne gepasst, die passen da wohl gleich noch rein. Nehme gleich ein paar Stück raus, oder 3 Stück raus, dann können die restlichen 3 rein. Zum Anbraten habe ich das Öl benutzt, was ich aus meinen Country-Kartoffeln, die ihr wahrscheinlich noch auf meinem Kanal sehen werdet, genommen oder rausgenommen habe. Quasi der Bratensud von den Country-Kartoffeln benutze ich jetzt hier zum Bratwurst-Anbraten und auch gleich zum, wie heißt es, zum Gemüse-Anbraten. Die lasse ich jetzt braun werden, werde sie gleich umdrehen. So, jetzt kommt das Spektakulärste, was ihr hier auf YouTube gesehen habt. Ich werde Bratwürste umdrehen. Die sollen alle nur ein bisschen Farbe bekommen, damit die gleich nicht so ekelhaft sind zu schneiden. Und es halt ein bisschen schöner im Auflauf aussieht, als wenn da weiße Würste drin sind. Kümmern wir uns jetzt mal um diese wunderschönen Kalkwaren aus Hartweizengrieß mit Sepia-Tinte. Sind Sepia nicht irgendwas mit Fische? Aus Weichtieren, ja, meine ich doch. Habe ich mal gehört zu haben. Spaghetti al Nero di Sepia. Nero ist schwarz, italienisch für schwarz. Im Lateinischen heißt schwarz übrigens Neger. Daher finde ich auch nicht, dass Neger eine Beleidigung ist, was einfach nur schwarz auf Latein heißt. Aber darüber möchte ich auf meinem Kanal nicht diskutieren. Holen wir mal so eine schwarze Stangen raus. Warte, ich stelle euch mal ein bisschen heller. So, jetzt könnt ihr es aussehen. Das sind wirklich Spaghetti, nur in schwarz. Naja, die werde ich gleich einfach mal in heißes Wasser tun, so wie sonst auch. Mal gucken, was daraus wird. Vielleicht sieht das ja ganz schön aus mit dem bunten Gemüse zusammen. Ich habe euch, glaube ich, noch gar nicht gezeigt, was ich für Gemüse verwenden werde. Das werde ich jetzt erstmal nachholen. Ich habe hier noch einen Rest Pfannengemüse italienischer Art. Das habe ich neulich schon mal verwendet. Dennoch hier dieses Feinschmeckerart habe ich auch noch einen Rest von übrig. Und damit es auch wirklich reicht, eine Packung Buttergemüse. Überbacken wird das Ganze mit Sauce Hollandaise, mit Käse und für den guten Geschmack ein wenig Schärfe und damit es zu den italienischen Nudeln passt, Peperoni. So, jetzt kommt einfach das Gemüse hier in die Pfanne rein. Hier seht ihr meine Bratwürste, die habe ich gerade aus der Pfanne geholt, die habe ich ein bisschen abkühlen lassen. Das Gemüse habe ich noch ein bisschen gesalzen, das wird jetzt gerade warm gemacht. Und nun schneiden wir erstmal zusammen in einem schönen Zeitraffer diese Bratwürste in kleine Stücke. Viel Spaß mit dem Zeitraffer. Ach ne, ich mache jetzt ungefähr 1 cm große Stücke. Die sind immer noch heiß. Hier seht ihr dann meine Bratwürste und habt ihr noch ein paar Peperoni drauf geschnitten, 2 Stück um genau zu sein. Sieht ganz cool aus, finde ich. So, kleiner Tipp, ich habe keine Lust noch mehr Pötte abzuwaschen.
Ich habe jetzt die Spaghetti aber in der Mitte durchgebrochen. Warum, seht ihr jetzt gleich. Wie gesagt, das habe ich gerade gesalzen. Nun packe ich einfach diese Spaghetti mit hier rein, dann werden sie durch den Wasserdampf gar. Und natürlich Deckel wieder drauf. So, einmal Soße Hollandaise habe ich schon auf den Grund des, wie nennt man das, den Ofen, aufgrund der Ofenschale gemacht. Auf den Grund der Ofenschale. Jetzt kommt noch ein Schluck Rama Creme Fine oben drüber. Ich werde dann schon mal ein bisschen Bratwurst hinzufügen. Auch schon mal ein bisschen Peperoni damit bei. Dann kommt gleich das Gemüse mit den Nudeln erstmal drauf und dann den Rest Bratwurst. So, jetzt kommen erstmal die Spaghetti mit dem Gemüse rein. Oben drauf jetzt die Bratwurst, die Reste mit dem Peperoni. Ah, super Augenmaß. Die Schale ist wieder genau voll geworden. Ein bisschen Sauce Hollandaise, damit nicht alles festdreht. Ein Schluck Creme Fine für den Geschmack. Ich weiß nicht, ob es irgendwas für den Geschmack bringt, aber ich finde das Zeug ganz cool, weil es Flüssigkeit reinbringt ins Essen. Und irgendwie alles zusammenklebt, was zusammenkleben soll oder auch nicht zusammenkleben soll. Weil mir noch ein bisschen Flüssigkeit fehlt, gebe ich ein wenig Peperonisaft hinzu. Und eins darf natürlich nicht fehlen, Käse. Das wird alles ein bisschen gleichmäßig verteilt. Ich finde, dass mein Essen bislang ganz gut aussieht. Trotzdem fehlt auch ein bisschen Pflanzencreme, finde ich, einfach für den Geschmack und für die Frischigkeit. So, Tag später, meine Kleine ist wahrscheinlich an meiner Klamottenwahl und meiner anderen Mütze. Ich habe es gestern schon gegessen, ich hatte keinen Bock mehr, irgendwas nach dem Essen zu drehen. Oh, mich macht so satt. Und scharf ist es auch noch. Also nicht übertrieben scharf, aber es ist doch schärflich. Ja, das hier sind dann die schwarzen Spaghetti. Die Sepia-Spaghetti, wenn ihr solche haben wollt, guckt in die Videobeschreibung. Es schmeckt aber sehr gut, muss ich sagen. Es sind Erbsen mit drin, es ist Mais mit drin. Man schmeckt die einzelnen Gemüse halt nicht mehr raus, aber man kann sehr gut essen. Es schmeckt auch sehr gut. Und wenn ich mal bedenke, dass es relativ günstig ist, also die Nudeln, die Bratwurst, wie schon gesagt, 3,99 normalerweise 800 Gramm, das geht ja noch für die heutigen Preise. Also man kann es wirklich sehr gut essen. Ist natürlich sehr deftig, nichts zum Abnehmen, nichts für Veganer, wo man, wenn man die Bratwurst draus machen würde, wäre es zumindest mal vegetarisch. Vielleicht auch vegan, mal gucken. Ich weiß nicht, ist in der Creme Fine was Tierisches drin, keine Ahnung. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut, ist günstig und einfach in der Herstellung. Schreibt mal in die Kommentare, was ich sonst noch so kochen soll oder grillen soll. Morgen, übermorgen darf ich wieder eine Folge Grillen abdrehen. Gestern habe ich eine Folge Grillen veröffentlicht, die Bratwurst-Triologie, wie ich es genannt habe. Ja, und dann bedanke mich fürs Zuschauen. Was wollte ich noch sagen? Habe ich wieder vergessen. Aber egal. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Roman.